Komm zum nächsten Lauf, der KLC, es geht auch direkt los, wir sind noch Setup laden hier. Bevor wir wieder abkacken. Okay. Yeah. Ja, mit dabei Palio Bedoro. Ich denke mal, dass ich das Setup so lassen. Mit dabei Palio Bedoro. Oh fuck. Sagt halt hallo. Hallo. Dead Reaction. So, ich starte auf dem Soft Pali, ne, und geh dann auf dem Super Soft. Los geht's. Fährst du Soft oder was fährst du? Super Soft, okay. Ja. Hast du jetzt abends eingestellt oder so? Nein, ich habe offiziell. Weil, ja, gut, die fahren glaube ich abends. Ja, auf jeden Fall, letztes Jahr hatte ich die Pole. Dieses, nein, also, die glaub mal, war zweiter, also Ferrari dominiert hier weiter im Hin- Baku. Wir sind 10 Leute, das erste Mal. Los. Okay. Scheiße. Naja, los geht's. Erstmal in die Formation, hoffe ich jetzt. Ja, Gott sei Dank. Pali, bist du bei der Sache Soft, okay. Interesting. Warum fährt die Wurst direkt los? Egal, ja. Also, kommen zurück zur nächsten Folge hier. Ja, Pali führt zwischen den WM nicht um eine Putze, sondern um 4 Pünktchen, genau zu sein. Ah, verdammt, ich wollte eigentlich an der Reifen drauf. LOL! What the fuck, ich hatte mein Lenkrad, ich hatte ein Leck, nur das ist mein Lenkrad so noch in die falsche Richtung. Ja, mit Doro, dann müssen wir das Team jetzt im Renault, haben wir da nochmal gewechselt, weil naja, gut, es wäre viel zu scheiße, wenn wir dann auf realistisch runterfahren würden. Julian Leck, Alter, was, oh, was hab ich, Alter, ich hab Lecks gerade wie Sau. Harley, was soll ich sagen? Ja, ne, jetzt hab ich wieder Lecks wie letztes Jahr, ne? Sorry, Jost. Das ist aber auf Baku echt so. Ich habe hier auch zwischen einen kurzen Stillsteher. Die Schüler, die Oberkameras sind ja auch ein bisschen. Jetzt habe ich wieder kurz Sound aussetzen. What the fuck? Ja. Hoffen wir, das Ganze jetzt gut geht. Vor allem auch am Start, vor allem auf der langen Geraden. Nicht, dass ich wieder rumfliege wie. Jetzt hatte ich wieder Leckung, nur weil du Slalom fährst, Alter. Das ist mein Sound wieder weg gewesen. Hä? What the fuck? Ja, dann hast du die Grafik so hoch eingestellt. Die Grafik ist ganz normal eingestellt. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach. Hier Bildschirmanzeige. Nee, Quatsch. Grafikoptionen hier. Upsi, halt Maul. Hier, Vollbild. Nochmal Anti-Analyzing, ne? Ja, aus. Dann V-Sync ist aus. V-Sync auch aus. V-Sync aus. Das ist ja jetzt scheiße, ich hab den Bremsdruck nicht hochgestellt. Okay, na gut, dann hoffen wir, dass es funktioniert. Jetzt ist aber die Grafik sau scheiße bei mir. Ja, das ist wegen den Kanten. Ja, Pali, das brauche ich aber dann nur hier im Baku, hoffentlich nicht, ne? Ja, ja, nur hier im Baku. Ja, wir sind zurück mit einer kleinen Grafik. Grafikfressende Strecke. Ja, ist ja logisch, ne? Der kann, da können. 10 FPS. Ich hab. Kannst du meinem Let's Play nachgucken? Ich muss das Let's Play da abbrechen. Ja, ja, ich muss ja auch Let's Play abbrechen. Ja, es geht los. Baku, also bei Shang Grand Prix for the first time ever. Good luck, guys. Und ja, Pali, ne? You know. Mal. Warum stehen die sich alle auf Startziel? Keine Ahnung. Nee, nee. Nee, nee. Good luck! Und ja, mal gucken. Midori ist eine KI, was geht da ab? Ja, ja, ich suche hier grad. Midori, es geht los! Ich würde jetzt lieber auf Start drücken. Wenn er auf der AI bleibt, kann er nie durch. Nein, du bist weg! Jetzt bist du wieder nicht da. Ich will jetzt mal Start drücken. Ah, jetzt geht's. Okay, viel Glück. Weil you know, ne? Ich bin inne. Naja. So, jetzt geht's. Was hat denn immer solche Turbo-Starten? Joa. Ja, jo, schieb mich einfach mal so an die Wand. Sieht gut aus, von der Startlinie weg. Ich habe jetzt keine Lecks, Alter. Ja, riskiert dann einfach wirklich fast einen Dive vom Alter. Beiden Renos auf hinter dir. Ja. Jos ist plötzlich voll schnell, ne? Ja. Yep. Ja, hör mir auf, Alter. Jo, ich hab Standbilder auf der Strecke. Naja, ja, ja, das hab ich auch. Halt cool, ich Strecke ist voll scheiße. Warte, was ist denn mein Leck 2016? Der, wo mir den noch, ja, noch zum Sieg geholfen hat, Alter, das war, wie du da ausgerastet bist, du Hund! Hab ich auch gesehen. Kommt, oh, Alter, was war Ralfi denn da? Ich hab Leck, boah, Alter. Ralfi letzter? Ja, jetzt wieder. Nee, das war nicht Ralfi. Jo, will mich überholen, Alter, was geht jetzt hier? Und du bist, oh,
Ich hab nur noch Splinter gesehen, ist ein Polly. Ich hab nur noch einen Williams, der sich mal geschätzt hat gesehen. Alter, aber da kann ich jetzt nicht schon. Der ist gerage quittet. Echt? Der mischt noch nichts. Nee, er ist vom Teamspeak disconnected schon. Einer in der Box. Wahrscheinlich war ich schuld wetten, weil ich vorher. What the fuck? Weil ich vorher nämlich gelebt habe. Ich hab keine Schuld. Okay, besser dann. So. Yeah guys, we need to calm down, actually position are good for the team. Keep your head down and no crashing. Especially turn 3. Quali, was ist denn noch turn 3? Wer ist was das? Boah, Alter. Oh, da steht noch einer, oder kann das sein? Ja, das ist immer noch los. Jetzt ist er weg, ja stimmt. Jetzt hatte ich kurz einen Leck, wo er weggeführt ist. Ach Gott. Ich glaube, es reicht einfach hier auf der Strecke konstant zu fahren. Ja, auf langsam jeden Fall. Push auch gerade nicht. Naja, ich pass bloß auf, ne? Ich habe Gott sei Dank keine, weil ich alles auf niedrig habe. Die Köpfe sind hier so giftig, ne? Wurst kommt richtig gut mit. Ja, ich leg so leicht rum, ne? Alter, dann legen wir uns wieder so rein, ne? Ich habe es leider, glaube ich, vergessen, das Safety Car auszumachen. Da steht noch einer, kann es sein. Yo! Okay, alles klar. Guys, come on. Safety Car, we need that red. Ich bleib außen. Yo, Pauli! Jo! Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Alter, ich habe gerade nur eine Breaking gemacht. Der war stark, der war richtig. Alter! Der war stark. Ich freue mich auf Baku und vor allem Hybrid, Alter. Das wird geil. Der war stark, der. Okay, immer der vierte war in der Box. Ich hätte den nicht gemacht. Your teammate is behind you. Keep your head down with crashing. Kann ich schon viele Querstehen, ne? Ja, ist schon. Alter, der steht da immer noch. Bamble ist draußen. Bamble ist draußen. Jetzt hab ich wieder. Ja, danke, Bamble. Wow, echt. Oh, hey, guys. Gut gemacht. Ja, du hast den Flügel angehauen. Guys, Box. Of course, Bamble is leaving the session, then I have a red front wing. Ja. Medium Poly, oder? Ja. Ja. Alter, warum verlassen die den? Ja, Urs hat sich jetzt auch den Frontflügel angehauen. Du auch? Nee, ich nicht. Ja. Dann musst du jetzt in Führung gehen. Weil jetzt an die scheiß Box auf den scheiß Bamble, Alter. Das ist echt eklig, aber warum gucken wir auch dahin? Ja, nee, das hat bei mir kurz geleckt. Bei mir hat auch, ich hat auch wieder ein Standbild. Wow! Balliger. Alter. Bleib du hier. Ja, yeah, I think the race is over for me. Use my Winchern. Ja, wow, ich muss eh bremsen. Tschüss. Tschüss. Oh fuck, ich muss vielleicht mal in die Box fahren. Du bist halt auch draußen. Ich geh jetzt auf Medium, dann fahr ich einfach durch. Jetzt brauch ich zum Beispiel schon mal so ein Safety Car, ne? Aber ansonsten nicht. Mindo, wo seid ihr gerade? Starten Ziel. Start und Ziel ist gut, ne? Ich hab Leck beim Boxenstopp. Ja komm, Jungs, ich hab. Alter! Ja komm, ich werd mich letzter. Wow. Danke, Bamble. Danke, dass du liefst. Ja, Alter. Ich hatte jetzt 2 Sekunden lang Stampel den Boxenstopp. 9,15 Boxenstopp, ne? Bin jetzt 7. Wenn ich jetzt immer jetzt in den Zweck habe, bekomme ich Maxi auch noch. Ja, guys, I think we need to stay at the end. We need to stay at the end of the race. Ich konnte vorhin in der Box hier, what the f. Ich hab mich jetzt immer Glück gehabt, dass die Lecks auf der Geraden waren. Ja, bei mir waren sie vorhin in der Kurve, Pauli, ne, du weißt ja. Okay, close the gap, tire still good, we can make it on the end of the race. That's a very long stint, keep your head down. You can do that. Come on, P2. Alter, jetzt ist einmal mein WM. Ja, P1. Jetzt ist einmal mein WM-Konkurrent nicht da, ne, und ich hab keine Chance. Weil ich bin nämlich schon noch Vize-Champion, da hab ich schon noch gute Chancen zu. Pauli, bitte?
schaffst das. Ja, dich bekomme ich eh nicht mehr, das ist ja logisch. In der WM. Aber Max bekomme ich auf jeden Fall noch. Holly, was fährst du für Zeiten? Aktuell. Alter, der steht da immer noch. Alter, die könnte nicht mal Flach wegräumen, ne? Braucht man Safety kommen, Backer. Boah, ich hoffe, aber auf dem Soft, ja. Wir hinter die anderen nicht irgendwie durch die Leck. Wohin du wieder bist, du bist das Fünfte, ne? Vierte. Okay. Aber gleich. Boah, jetzt hat er sich abgehauen, eigentlich. Ja, oh. Sie wird gerade gedreht, das war. Ja, die haben sich beide abgeschossen und der Sterdo hat sich in dem Zug auch einen Vögel abgehauen. Alter, was ist das? Querstimmig. Muss, glaube ich, Box. Das wär's. Es muss wirklich ja, Box. Ich bin die ganze Zeit jetzt auf Auge gefahren, weil ich einfach keine Chance habe. Ist geht los auf Medium? Aktuell erst Stopp, jetzt gleich, warte. Kann ich dir gleich stehen. Alter, wenn da jetzt gegen wer hinfährt, Alter, ich sag's dir. Ja, wie. Aha, versucht, denkst Soft geht doch hier niemals auf, oder? Doch, der hält jetzt richtig gut. Ich habe jetzt gerade mal 20%. Ich habe jetzt gerade nach einer Runde 2%. Kannst du mal rechnen. Nur die gehen alle Box! Wie doof bist denn du? Weiter. Okay. Ich habe aber erst 8% auf meinen Reifen. Urs kam vor mir, komm. Alter, Urs hat mich. Ja, weil du eine Runde ohne Frontflügel gedüst bist. Ja, nee, er war ja hinter mir in der Runde. Oh, Mendoro, zweiter, auch mal schön anzusehen. Ja, ich habe ja das heute auch so ist, dann zu reizen als Teamkollege wäre das ein Traum. Nein, bitte nicht. Ja, wir brauchen Punkte. Ich habe Probleme momentan allein. Ja, ich habe auch Probleme. Bisher nur einen Sieg. Gastball. Mal gucken, das hole ich schon, aber hoffentlich noch auf Luft auf. Ich habe ein Leck. Alter, die lecken mir davon, die Leute. Bei mir fällt mir ja genau das gleich. Ich habe Gott sei Dank nichts. Alter, ich fahre gerade auf Ultra und die sind wenn ich meinen neuen Computer krieg, hoffentlich. Ey, das wäre so geil. Hier kommt zu Weihnachten wahrscheinlich nochmal ein Shifter. Ich leck schon wieder, Alter. Jetzt holt Maxi so viele Sekunden auf. Denk, du pusht. Maxi war noch nicht in der Box. Doch, er war. Irgendwie mag ich die Strecke mehr als Monaco. Ja, ist auch schwierig zu fahren, ne? Wenn man so kann. Ist auch breiter, klar, aber dank der Steady ist es halt wirklich so high. Also, ne, das ist schlimm. Ich push es mal ein bisschen, ne? Damit ich schon noch an Ursraum kommen würde. Na, Maxi holt nämlich auf, der hat den Super Soft. Wir müssen auf Medium fahren. Ich fahre mal auf Medium davon. Ich hole auf Urs auf dem Medium auf. Das wird jetzt echt geil, ich kann voll geil mit dem letzten Sektor durchballern. Ach, hast du uns zugehört oder wie? Hä? Hast du uns wohl zugehört? Nee. Alter, der steht das so gefährlich. Der steht das so gefährlich, ne? So schlimm. Boah, lass den einmal was passieren, ich sag's dir. Also lass einmal mich ausweichen müssen, ich bin voll in dem drin. Ich sag's ja, Dinger ist auch ein Supersoft. Ne, Supersoft. Ja, dann ist es logisch. Ich bin nur ein paar Zehntel langsamer. Das ist, glaube ich, so eine Strecke, wo man eigentlich auf Ultrasofts nehmen könnte. Nee. Wenn sie geht. Weiß nicht, sie ist jetzt sau lang, ne, die Runde. Ja, aber ich fress kaum die Reifen weg. Ich habe jetzt 14%. Gut, ist, ich kann dann mit dem Medium, habe ich halt noch mal ein paar mehr Prozent quasi, wo ich frei habe, ne. Kann ich mal ein bisschen mehr pushen quasi, ne. Wo ist hingegen, der muss ich wirklich aufgucken. Selbst das Soft nutzt sich manchmal auch, wenn du im Fight bist. Normalerweise, weiß ich nicht, ne. Alter, Maxi holt so viel auf, Alter, das fahre ich dann nochmal mit dem und dann ist der Sieg bis in den Podium wirklich wieder weg, sag ich dir. Die Rennen ist noch lang sind. Ja, du einmal eine Fassungsraum gehabt, dann ist das Rennen nicht mehr lang. Ja, wenn die anderen das machen, dann hast du doch wieder was. Denn wenn du dann länger unter Druck setzt, dann schwör ich dir. Ja, ich setze erstmal Urs unter Druck. Bin nämlich auch schon wieder Vierter. Okay, actually P4, keep your head down, you can make P3 now. Ja gut, ich meine, wenn ich mit dem Vorfühl fast anhaue, nicht, ne, aber sonst geht eigentlich. Okay, you are in the... You have DRS now. Keep your... Ach du Scheiße! Ah, rate mal, was mein aktueller Abstand zu Urs ist. Ein paar Sekündchen. 0,999. Du bist ein scheiß Lacker für DRS, gell? Okay, guys, we need to focus now. We can make it in one stint, guys. So, now we go to the... Halt mich bloß zurück, ne? Ja, ich komm nicht hin, der ist schon was ich auf der Grund. Soll ich euch sagen, oh, Maxi ist auch noch hinter mir, Alter. Ich muss jetzt schnell gucken, dass ich an uns vorbeikomme, ne?
Wo ist vielleicht mal direkt die Kampflinie hier? Max hinter mir auch noch. Ja, wird nichts. Eine Runde muss ich jetzt noch warten, oder? What is... What the fuck? Urs hat sich vom Flügel angehauen. Alter, bist du schnell, Pally. Oh. Okay, guys. One sticky move to the outside and then I'm P3 now. Ich bin der Einzige wahrscheinlich, der Rennen mit Medium, ne? Denke ich mal. Jetzt Urs, bitte halt... Maxi ist Vierter! Ach komm mal, Urs. Das war jetzt aber schon ein bisschen lachhaft. In Kurve 4 gucke ich mich um, ne? Ist Maxi noch Fünfter? Kurve 5, Vierter. Maxi gerade ausgefahren, Maxi in Notausgang. Was habe ich dir gesagt? Ja gut, das war wahrscheinlich, weil ich noch mal rübergezogen bin, weil ich die Kurve, sonst hätte ich die Kurve nicht bekommen. Das habe ich Urs wieder in den Jungs oft. Kleiner wilder Junge. Okay guys, Midoro in front of you, you can catch him. You have only a bit of seconds. Keep your head down, you can make a double move for something. You have 8.4 seconds on Midoro. Wie lange steht der mit seiner Schaltkiste immer noch da? Ja, der wird das ganze Rennen noch stehen. Das ist ein Bug. Nein, das ist ein Bug. Aber wäre das mit nach Instagram, wäre es noch schlimmer, ne? Weil ja, ich weiß nicht, ob der durchsichtig ist oder nicht, ne? Wer ist durchsichtig? Ich bin schon durchgeflügt. Achso, okay. Wally, ich hoffe, es so leid, dass ich auf immer, ne? Merkt es nämlich. Weil jetzt war, wo du damals war ich einfach nur der DS, bin das Ende der DS gerade. Das war jetzt 2000. Was? Wie du mich aufgeholt hast. Ja, aber an sich habe ich jetzt gerade schon noch viel mehr aufgeholt. Ja, 2000. Nein, nur in der Runde 2000. Sorry, ich ziehe Urs ja gerade schon wieder weg. Mit Doro, man muss nur in die Box. Ich fahre so. Ich habe 11%, Jungs, das ist zu geil. Ich kann jetzt ganz lang pushen, fighten, was auch immer. Da ist halt jetzt die Gefahr, ne? Da müssen wir halt dann. Dann fahr weg und stopp nochmal, dann kannst du mich noch mehr Gas geben. Ja, nee, das Gute ist, ich meine, das müssen wir, wenn wir noch vor allem also bei Chandigarden haben, ne, könnte man es halt austesten, ne, für Strategia. Die Frage ist, ist es schneller, wenn du mit dem Soft ganz normal keeps und eins nochmal halt überholst, ne? Oder ist es schneller, wenn du mit dem Medium die ganze Zeit pusht und flügst und irgendwer ist draußen? Ich glaube gerade grüne Flaggen auf der anderen Seite. Ja, Urs ist draußen, Urs hat sich zerlegt. Aber ich denke mal, ja, nur Front Ring Damage. Maxi behind you, 7 seconds behind. Okay. Da unten von der Fuel, you can call. Boah, ich muss noch ein bisschen draußen bleiben mit dem Software. Hat wird langweilig schon eine Verwarnung? Nee, glaub nicht. Ich glaub nur, wenn dann einmal mit Kollision verschuldet oder sowas. Okay, ich habe jetzt eine Sekunde, ne, zwei Sekunden aufgeholt, okay. Ich gerade der Überflieger aufs Standard, Alter. Wie du fährst gerade fett oder sowas? Oder Morgen oder Standard? Standard, glaube ich. Warte. Ja. Alter, der bewegt sich doch. Okay, Standard, ich fand mich auch gerade Standard. Ja, Alter, 300 am Anfang der Karten, Alter. Das ist halt einfach Highspeed Racing, ne? Das ist so geil. Meiner kommt nicht über 3,23. Ich hab 3,26. War ein Sens Windschatten mit DAS. Hatte kurz 3,30 drauf, gehe ich aus dem Windschatten raus, 3,23. Okay, ich habe sonst 3,26 mit DS. Ich hab's gleich selber wie du. Wo ist das Box? Ich glaube hier ist es 5 oder so. Ich fahre 3,3er Flügel. Da, wie lange fährt Maxi bitte noch am Supersoft, Alter? Ja, ich denke mal, dass das mit ihm schon eine ganz gute Entscheidung war. Ich meine, ich kann halt jetzt wirklich ja, jetzt mir mal. Kannst du durchfahren, ist logisch. Ich könnte wahrscheinlich auch im Soft-Tour fahren, aber Problem ist bloß am Soft, dass ich halt jetzt nicht die ganze Zeit auch pushen kann und aufhören kann. Das konnte ich halt, mit dem Medium schon, ne? Uah. Ja, dann fahr jetzt sicher und bubble nicht so viel. Ja, nee, das ist der Körper. Du kannst zwar beim Fahren bubbeln, ne, aber... Bubbeln. So mit dort auch schon gleich ist nicht gut. Denn holt wirklich ein bisschen Zeit auf mich auf. Aber ich fahr ehrlich gesagt auf Mager. Ich fahr gerade auf Standard. Yellow Flags, okay. Alles gut. Machst du einen Stop-Holly? Ja. Wenn das funktioniert. Wir sind auch auf Super, oder? Bitte? Also, Philipp ist jetzt auf Super Soft. Geht gleich auf Super Soft, ja. Was? Achso, du bist auf Soft, ja. Er hat ja easy einen Vorteil, Alter. Weiß. Boah, leck in der langgezogenen Kurve da. Ja, hab's gemerkt. Komm ich denn eigentlich zurückgesprungen, oder wie? Ja, nee.
Ich bin da hinter dir. Ich bin gerade ein bisschen Sprit am Sparen. Ich hab nicht auf den Abstand geguckt. Okay, wie ist denn 47? Warte, was ist nochmal deine Bestzeit? 46,9. Okay. Meine ist nur 13, langsam auf Medium. Auf Standard. Und dann wahrscheinlich auf Mauer. Keep your head down. Diesmal fahre ich aber nicht über Frontflügelteile, ey. Ja, ich weiß schon, wie das ist, ne? Du fährst plötzlich drüber, deswegen hast du einen Pumpjet, ne? Aber die Schadensmodelle des Reifens sehen mega geil. Ja, ne? Deswegen habe ich mich auch immer leiser da gedreht, damals. Weil der Reifen, der verliert mich dann noch während der ersten Grad, weil sie ein bisschen noch an Sperrraum quasi. Okay, du, warst du gerade auf dem Track? Sag mal was so raus. Holly, jetzt hießen ins Wortzentrum wieder Teammates, oder? In Force India. Und was? 2018 aus India. Ja. Ich werde nicht viel. Können wir aber dann so weit sagen, wenn das Spiel rauskommt. Ja, ja, klar, weißt du, was wir gesagt haben. Ich hab so ein heftiges pinkes Ding im Rückspiegel. I think it's Pali, it's not me. Ja. Don't know even about. But I think, yeah. Die Welt ist hinter mir. Denn. Ich feier das gerade so hart. Mein Tod ist natürlich ich. Bist du das jetzt echt? Ja, hallo, ich fahr Slalom, das kommt mal nach hinten. Bitte? Was? Ich bleib da nochmal draußen. Ja, das juckt mich. Ich werde jetzt. Du weißt ja noch, aber Dami wurde gesagt, ja komm, mach doch, und dann hab ich's gemacht. I think I can race with him. I don't know even what about, but yeah. Den Ding immer noch auf Super Alter. Was fahrt ihr bitte für krasse Stints, Alter? Ich hab einfach immer noch 11% vorne links, ne? 26% habe ich jetzt drauf. Alter, ja, diese Prozentangaben, ne, die sind ja eh. Sind zwar besser inzwischen, ne? Als in den vorherigen Teilen, klar, aber. Es reicht nicht für Pali. Es reicht nicht für Pali. Von der Geschwindigkeit her. Heute? Nein, generell von der Pace her. Wie viele Sekunden ist der hinter dir, denn? 7, glaube ich, oder so. Wer ist denn der Kurs? Nein, dann hat er einen Fehler gemacht. Renault wird, denke ich mal, ein bisschen interessanteres Team. Ja, ich muss Sauber fahren. Sauber oder McLaren. Echt? Ja, bei. Achso, ja, gut. Kannst du gerne machen, ne? Ja, ich muss. Dann würde ich dir wirklich Honda empfehlen. Der lässt sich gut fahren, langgezogen in so eine Scheißkurve. Du fährst ja nochmal eine Runde? Ja. Ach komm, Alter, lass mich ja einfach vorbei. Ich hab jetzt 14%. Ja, Pali, kippst du nochmal so bis Runde 15. Machst du so einen Griffel, Alter. Ich denk mir so, dass der gerade eben abgeflogen dabei ist. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen inzwischen. What the fuck, Alter, so ein bisschen. Grüne Flagge. Der DRS von dir, ich denke mal nicht, das reicht, denke ich nicht. Also, doch, der DRS. Können wir mal Honda Power! Gegen Mercedes Power. Yo, ich hab ihn auch wohl. Davon ist, Pali, wie hast du inzwischen eigentlich so überrundet? Oder? Wenn du eigentlich so inzwischen. Alle, die ich bisher überrundet hab, waren in der Bock. Achso, okay. Nee, erst werden wir anschalten, wenn man vorteilhaft. Denk dran, wenn das mit mir fällt, ist mit Lindinger auf. Oh, mit du, Alter. Du fährst aber auch mit dir. Yo. Alter, das war's. Dive for Beaster. Wie er sich halt einfach noch halten kann, Alter. Yo. Guys, come on. Honda Power, what is this? Das ist ja. Das ist. Och, du Scheiße, ich fahr hinterher. That's chicken power in front of me. LOL! Alter, ich fahr grad so die Kurve, bekomm grad aus meinem Vorfügel nicht ab und plötzlich bist du mit drin, Alter. Ich dachte mir gerade. Alter, war das ein Standbild, Mann. I think the chicken. The chicken burger engine has been lagged. Alter.
Jetzt muss ich wegen dir die Kurve abkürzen, hab ich verwarnt bekommen. Bimble spielt schon wieder Rocket League. Ne, Ding holt auf, scheiße. Okay, guys, I need a try, please. I need a try now. Bleib noch mal der Runde, bleib mal eine Runde draußen, Alter. Mach kurz Verbot. Ich hab da gerade fertig zu machen. Den überrunden wir gleich davon. Ja, Reifen nehme ich auch. Jo! Hey, du bist auf der Ground viel, viel schneller als ich. Was geht's hier ab? Wir haben die auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Wow. Lol. Okay, was war das denn jetzt? Alter, Fanny, ich hab die Kurve gerade noch so bekommen. Du bist Arsch. Was pusht du mich denn so, Alter? Ja, du bist doch gerade in die Wand gefahren. Meine Linie war schon eine halbe Stunde rot, da geh ich jetzt auf die Bremse. Ich dachte, du bremst auch später. Fuck, Mann. Heaven ist vor mir. By the way. Läuft bei dir. Mann. Alter, ich hab die Kurve so knapp bekommen, Alter. Geradeaus. Also wärst du dich nach rechts gegangen, ne? Ich wär voll dir in dein Heck reingefahren. Ja, so schnell geht's dann natürlich auch, ne? Ach Mann, ich war gerade so gut, fand ich. Boah. Ja, du warst wirklich stark dabei, schade. Du bekommst einen Trostpunkt in der 13. Fanny, von den ganzen Schlamassen habe ich jetzt nicht gewusst. Soll ich anhalten? Ja, du kannst halt an. Kannst gerne, dann haben wir so spannende. Das ganze Schlamassel habe jetzt ich mein Benzin verkackt. Und vor allem, Pali, wo gehst du jetzt an die Box? Nein. Wann meine ich nicht? Nein. In 16. In 16. Wo ist denn Pali gerade? Erste Kurve. Ich bin jetzt eigentlich in der letzten Kurve, in Anführungsstrichen. 30 Sekunden, das wird knapp, Pali. Du kannst zwar auch pushen, aber ich kann auch noch viel, viel mehr pushen. Ich bin immer noch auf Mager. Ja, ich wollte vielleicht langsam auf Standard gehen. Ne? Also ich bin natürlich auch noch auf Mager. Plus 3,38 Runden jetzt rausgefahren. Okay, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen ans Pushen. Ich gehe jetzt auf Mager, weil ich kann nicht mehr auf. Ja, sorry, wenn du, wenn ich da schuld war, aber ich denke mal, dass du da... Alles gut, warst da nur schuld, das ist einfach meine Blödheit. Aber Alter, du musst jetzt an dem Video angucken, wie ich einfach so die Kurve so minimal noch bekommen habe, Alter. Und vor allem, ich habe mich ja nicht mal mehr verbremst. Ich hatte einfach dein Auto, der Windschatten oder die verwilderte Luft von dir, die habe ich noch nach außen getrieben, Alter. So. Ich habe vielleicht mal dran. Ja. I don't know even when I win that I'm faster in the championship, but I don't know even about. Stedo is third. What the fuck? Ach, stimmt, ist ja klar, ne? Weil. Mit Doro ja ins kaputt. Halli geht jede Kurve schief. Na, es gehen die Reifen langsam zur Neige. Aber jetzt ist genau der Moment, wo ich die Reifen nochmal zum Ende pushen muss. Jetzt pass. Nee, Quatsch. Max, denn du da jetzt? Vater. Sehe ich davon noch in der Wand drin, erste Kurve, nee. Oder bin ich weggerannt? du bist ja in die Wand reingefahren. Spaß. Ach Gott. War das knapp, ey. Da fängt Pitstop now. Jetzt? Pitstop now. Warte, jetzt oder nächste Runde? Der wird diese Runde. Ah, ich sehe.
Holly, bist du schon auf deinem Gordon? Ja. Hä? What the fuck, das geht doch gar nicht. Nee, du bist noch nicht auf deinem Gordon. Jetzt aber. Cool. Ja, ja, nee, weil... Alter, ich dachte gerade. No whisper target found. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 30,3 Sekunden. Du fällst pro Runde um etwa 2 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie... Kann man das, glaube ich, reichen? Kannst du mal was gucken? Hallo? Ja, ist ein Reifen, ich weiß schon. Der Pascal Speeding nach, Pascal Speeding nach. Du kommst so easy von mir raus, ne? Weißt du das? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du musst mit super weichen Reifen weiterfahren. Ja, komm, ey, da hat das ganze Gepusche nicht nichts gebaut. Ich bin noch mager gefahren. Wir sind da hinter dir. Ralfi. Selbst wenn ich hier zuschaue, habe ich die Lecks. Pascal, remember, you don't need to push. But I will push. That's an instruction. Slow down, slow down. Don't push. Hey Pascal, it's Paddy. Hello. Tires are good, the tire temps are good, now you can push. So, dann drehen wir den Motor mal bis zum Anschlag, ne? Ja, das ist safe, Sieg. Da konnte ich jetzt alles mehr gehen. Der fährt hier über 2 Sekunden weg. Bitte? Der fährt hier in der eine Runde hier aus der Gefahr, ist über 2 Sekunden weg. 3 Sekunden, ne? Olli? Ja. Ja, ja, logisch. Wir sind zwei, also zwischen uns sind die einen Reifen, Alter. Schlimm. Die holst du dir jetzt schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin über eine Sekunde schneller. Fährst du pro Sektor 1,5 Sekunden weg, was geht hier schief eigentlich? Achtung, ich soll jetzt nochmal in die Box fahren, warum denn? Ich war auf Minus zu Ende. Bevor ich da noch irgendeinen Fehler mache mit dem neuen Reifensatz, ne? Also, würde ich sagen, weiß ich nicht, ne? Aber
Boxenstopp packst du. Doch, doch, würde ich sogar packen, aber. Wo ist denn Shadow Guard? Ah, du. Jetzt gleich dritte Kurve. Du bist gerade auf der Geraden zwischen zweiter und dritter Kurve. Jetzt dritte Kurve. Das ist nicht so. Das ist krass, wenn er dann genau die Linie gefahren ist. Jo. Das ist halt dann, wenn er an dieser engen Stelle da ist. Besser. Dachte, wenn er an dieser Engpassage ist, da richtig. Jetzt fährt er rein. Dann könnte ich mir jetzt anfangen, der Ron, ja, nee, das ist mir zu risikoreich, voll auf den Reifen zu nehmen. Du gewinnst ja auf den Reifen zu ihm. Ja, man gewinnt ja jeden Mal einfach. Ich weiß, was mir bringt. Okay, Box. Du müsstest 3 Sekunden vor ihm rauskommen. So, after the pit stop, it's this time. It's Citrus time. Los! Perfect stop, guys, perfect stop. Was gonna have to win now? Wo ist denn jetzt? Ah, jetzt ist da, ist er. Haben wir unsere Strategie durch. Muss das jetzt noch gehen? Ja, das war knapp, ne? Aber erstmal 2.13 installieren. Ja, würde ich dir Fall noch empfehlen, in der Stunde geht's los. So, sorry, Stelle, wenn ich jetzt Longline fahren muss, ich muss meine Reifen auf Temperatur bekommen. Ja, 10 Minuten ist es fertig, runtergeladen. Ja gut, das geht ja. Sag, jetzt habe ich noch ein Fight hier mit Stelle. The fuel looks good. I think so. Der hat keine Chance. Wer? Ja. Oh. Ja, du. Also. War bloß 3 oder auch noch safe. Naja, dann liegen er 5 Sekunden hinter ihm. Oh. Also wer hier eine Zeitstrafe hat, dann mache ich den aus. Und der hat auch super Soft drauf. Andy hat Soft drauf. Grüne Flagge. Ja, egal, es ist Citrus Time for One Lab. Boah, der Curve ist echt so krass, ey. Unglaublich. Boah, ich finde das Konto eigentlich eher unpassend, ne? Du schaffst das anstatt ansonsten hier ist an der Geraden vorbei, du hast die super so. Why is he blocking me so hard? Why? Wow, ich hatte absolute Beste in Sektor 1. Absolute. Ich war 5 Sekunden schneller. Mann, ey. Der hat einmal nochmal voll gebremst, Alter. Das war. Bügel doch ganz, oder? Was? Flügel ist aber noch ganz. Ja, nee, aber trotzdem, ich war auf einer schnelleren Runde und vor allem ich war in der Berundung.
Aber wenn ich dagegen bin, damit ich dann danach besser, dann muss ich mal kurz auf die Bremse steigen. Oder liegt da falsch? So, also nochmal Citrus Time. Jetzt sind auch noch nicht genug. So, ich bin jetzt eine 1,45 auch mit einem blockierenden Kollegen gefahren. Stell dir dort schon keine Chance mehr. Oder? Wenn du. Ja, ne, 5 Sekunden hinter dir. Ich habe deine Dinger geholt, aber kauf ihn. Naja, macht ja nichts. Das ist, kann er ja nicht am Arsch bleiben. Weil das wird jetzt gleich eine richtig lange Zeit, Alter. Ja, meine Reifen sind da ja schon weg. Meine noch nicht. Okay, alles klar. Mal gucken, ob es eine geht. Weiß ich nicht. Mal gucken, vielleicht habe ich nochmal irgendwie verkackt. Achso, was ist mal deine Bestzeit? 1,443. Okay, fast the motor race, keep your head down, team it has the second time for step. Sie muss noch ein, nee, Jus ist ja schon draus geschieden, ne? Okay. Ist schon. Okay. Welche Reifen, super soft, oder? Soft. Hi Polly. Ja. You looks good. Hoffentlich habe ich jetzt den 13er nicht diese Lenk. Was haben wir eigentlich für eine Strecke? Australien. Zum Glück gibt es dieses Mal kein KDK hier. Nein, dafür gibt es noch so einen Pick. Ja, I think bring both cars home and bring your car home. P3 has not the pace you have and keep your head down. Don't recognize it if you can make any progress. Oh, kaputt. Wer ist kaputt? Nein, ich weiß nicht, dass ich kaputt bin. So, Stelle zieht. Also, ich zieh gerade Stelle ab. Ne? Muss ich mal kurz sagen. 9 Sekunden. Ali, wie viel Prozent haben deine deine Reifen? 41. Meine haben gar mal 26, what the fuck. Ich war 2 Wochen später dran, was du. Hi. Ich glaube, das Finale ist aber diesmal in Brasilien oder so, oder in China. Denkwürdig aufschieben. Wo könnte das wohl sein? Aber Dobby kann es ja nicht mehr sein. Bitte? Ja, ich glaube ja. Was denn?
In der DNF kriege ich Punkte hier? Nein. Oh, Sam. Überrunde jetzt einen Williams. Okay, I think pretty score for wondering damage, but I think it's cool in the Delta. Heave, glaube ich. Ja. Ja, yeah, Heave. Oh my god, guys, I think I killed the wall so hardly. So smile. Just smile. Na, der. Ja, noch drei Runden, Party gewinnt wahrscheinlich. Ich würde mich mal wieder so einen 3-4-Kampf freuen. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Williams, Force India und Renault, das wäre. Dann wären sie fast alle vorne. Das wäre aber auch nicht schlimm mit denen. Ja, aber so ein Haas-Pilot in Austin gewinnt. Ich hab ja sogar von Perez hier auf meiner Kappe die Unterschrift. Hä, hey, wo war der in Austin? In Hockenheim. Letztes Jahr? Nee, hey, vor 3 Jahren. 2014? Ich glaube 2014 war das hier. Naja. War der da vor dir gestanden und hat unterschrieben? Nee, wir waren im Shop, da gab es so eine Kappe. Der kam halt an die Box und da waren diese Absperrungen. Er kam hin, hat mir meine Kappe unterschrieben. Dann hat mir so ein anderer Typ die Kappe aus der Hand gerissen. Dann kam er über diese Wand gesprungen und hat die Kappe wieder geholt. Total geil. Weg der Typ. Wer? Perez. Ja, aber sowas macht man doch nicht, oder? Also, er hat die Kappe unterschrieben, hat mir wieder gegeben. Er, ein anderer Typ, reißt mir die aus der Hand und geht weg. Und er springt rüber und holt die Kappe wieder. War schon cool. Ja, das ist auch richtig so, weil ich meine, also bitte. Sowas geht überhaupt genau nicht. Genau wie Kano war oder so ähnlich. Halt, wenn man etwas gewinnen kann und man hat es gefangen, reißen die anders aus der Hand. Mhm. Ja gut, ich meine, da brauchst du nicht mehr. Oh guys, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Alter. Ich bin gerade eingeschlafen. Nein, nein. Vor langem Geraden, Alter. Das kommt davon von Formel 1. Wenn man allein rumfährt auf einer Geraden, die wo weil eine halbe die Strecke ist da, dann ist es halt immer so, Alter. Naja, Pauli auf dem Weg zu seinem 24 ist zu Ende. Bitte? Dann Nielinger ist Dritter. Ja, ja, merk schon. Ja, Palli würde wahrscheinlich seinen nächsten Sieg holen, seine 24. genau zu sein. Der Eduard macht einen Bordenstopp, der hat einen Platten, glaube ich. 25. Was ist ein Puncher? Ich glaube schon, der ist ihm jetzt in der Box. Wenn Nillinger? Shadow. Der du. Achso, okay, ja, Shadow. Denn mein 25. Der du. Nein. Doch, ich habe nachgeguckt. Echt? 24, ich bin genau gleich mit Rayman. Okay. Ich gucke. Vor gestern gesagt, dass ich dann mit. Ja, ich merke mir dann den alles gut nochmal nach. Ich muss das mal Rayman erzählen. Ja, und dann ist los. Ich meine, wenn Paddy ein bisschen Glück hat, dann müssen wir in KRC fahren und er alles gewinnt, dann ja. Ich sag gleich mal kurz Erster in der WM, genau. Also ich stehe jetzt dann von meinem 13. Sieg. Paddy, ne, wir haben dann noch in der Season was offen, ne? Also ich hab dich ja den Kanal mal vorbeigelassen, ne? Um dich schon mal klarzustellen. Mal gucken, ne? Was ist los denn eventuell die Michael Schumacher? Fragezeichen. Und dann kommt so ein Pascal und der ja, spielt den Hemd. Knapp einen Rekord nach dem nächsten. Ja, Final Lap ist auch für mich. Letztes Jahr habe ich ihn gewonnen gegen Palli, das war ja ein Leck und da habe ich mich überhaupt nicht mehr freuen können über meinen Sieg, ne? War mein dritter. Könnte schon Palli 26. Sieg sein. Und der Force India weiterhin auf dem Weg hier. Mit Ferran Honda ja zweiter in der WM. Mal gucken, mit dem Doppelsieg machen wir sau viel gut, wenn wir es schaffen. Ne? Und dann können wir uns auch eventuell auch schon mal ein bisschen die WM mal ausrechnen, ne? wie viel Rennen wir noch bräuchten. Jetzt haben wir jetzt heute war ja Lauf 15, ne? Noch 5 Rennen, das heißt 5x4 sind. Wir sind das 5x4. 20. Vielleicht 200. Es sind jetzt noch knapp 215 Punkte möglich in der Team-WM, ne? Nach dem Mann hier. Dann können wir ja mal rechnen, ne?
Und vor allem auch diese 115 Punkte, wenn wir es mal jedes Mal doppelsicht hätten, ob wir dann mal vor am letzten Jahres hinkommen würden. Weil ich meine, wir haben jetzt 382, das heißt uns viel noch 201 Punkt. Also auch das wird auch knapp, Pauli, ne? Glückwunsch. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Guck mal, das ist für mich, vielleicht sieht es heute umgedreht dann in 2013 aus, ne? Mit Doro auf 1, ich auf 2, Pauli auf 3. Ne. Dann gucken wir, also ich sag dir mal so, ich bin natürlich sogar noch am überlegen, ob ich eventuell sogar dann euch im Hintergrund noch sagt, dass er nur ein Gastfahrer ist und dann machen wir wieder die alte Gastfahrerregelung, ne? Wenn ich jetzt zwei, er gewinnt, dann gehört wieder Sieg zum Beispiel, ne? Weil es kann nicht sein, dass wenn er dann plötzlich zu schnell ist, ne? Dass dann plötzlich wieder in 2014 kann er gerne. Ich würde auch so machen, dass er jetzt normaler Fahrer ist. Ja, nee, aber wir kennen ihn überhaupt nicht. Nein. Wir kennen ihn nicht, der hat anscheinend irgendwas gelesen und hat so. Yes, guys, last year, P1 this year. Yes, guys. Was? Fuck, war das knapp. Der hat keinen Frontflügel mehr. Er ist raus. Nee, doch nicht. Der scheiß Lacker, ne? Alter, du Lacker. Hat der nee. Doch, da kommt schon. Doch, der hat einen Platten. Der gibt das Bett raus. Ja, du komm schon. Ah, schafft er nicht. Das schafft er nicht. Wobei, also es reicht nicht. Oh, ganz knapp nicht. Oh, Urs noch richtig schnell aus dem Game hier. Jo! Ja, yeah, guys. Hä? What the fuck? Yes. Konnte Urs nicht zu Ende fahren. Yes, guys. Second double win of the season. Juhu! Yay! Ja, Lord, halt, komm. Wir sind auf dem Weg jetzt zur Sieger. Guys, bam! Balli, guck mal, Double, wo sind wir? Boah, Sens Schuhe, alter Mann. Sie sind doch jetzt, glaube ich, orange, ne? So hässlich. Ja, Balli Schuhe sind nicht besser. Ja, die sind grün. Doch, hä? Lol. Ne, bei mir backen die Schuhe rum. Lol, der Präsident von Vorsinder. So, auf jeden Fall bis nächstes Mal. Ja, ne? Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich geht's dann weiter und WM, naja, ich gehst direkt gleich in F1 2013. Schönen Tag noch. Muss auch noch duschen. Bin oben, tschüss. User left your channel.